Hey, meine lieben Cubies, willkommen zu einem FAQ. Ich habe euch gebeten, mir ein paar Fragen zu stellen, beziehungsweise uns zwei, und die werden wir jetzt einfach beantworten. Ja, es ist ein bisschen dunkel, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Ich meine, im Endeffekt sind wir immer noch im coolen Hotel und wir haben eine Couch, Leute. Das ist eine Couch schon geil, ne? Alter Name. Hey, wieso? Okay, die erste Frage kommt von Nutella hat Hunger. Hashtag fragt den Würfel. Die erste Frage ist, magst du Nutella? Ich nicht so, aber ja. Also der kannst du Nutella zu Weihnachten schenken und dieses Wunsch ist glücklich, ey. Zweite Frage, ich habe ein Fan-Texture-Pack für dich gemacht. Die kann ich dir zuschicken, einfach per Mediafire über eine private Nachricht bei YouTube, ne? Wer ist das, mein Lieblings-YouTuber? Das wäre vermutlich, boah. Also ich kann, weiß nicht, ich kann nur sagen, wenn ich eigentlich ziemlich regelmäßig gucke. Unge, Pixelwolf, Julians Blog Battle, also JPB, irgendwie die Cypher gerade ist, aber kein YouTuber, ist eher Musik. Iblali und viel mehr gucke ich aktiv jetzt nicht so stark. Wie ich weiß, guckst du The Walking Dead? Welche der Staffeln ist deine Lieblingsstaffel? Ich habe keine Ahnung, Alter, alle sind geil und fertig. Arme Wullenweber fragt, Hashtag fragt den Würfel, why ist seine Freundin. Ne, ich lese genauso vor, wie sie geschrieben hat. Why is die Freu. Freundin so sexy. Ja, also es liegt halt daran, was meine Freundin ist. Also wenn es jetzt so deine Freundin wäre, dann wäre sie halt nicht sexy. Aber es war halt auch so, also in dem Moment, wo sie so gesagt hat, ja, Cube, du, ich gehe mit dir zusammen, dann ist sie auch so richtig sexy auf einmal geworden. Es war so wie so eine Explosion auf Sexiness. Also kannst du auch bezeugen, oder? Also ich blende euch mal hier so ein Bild ein, wie die Freundin ausgesehen hat. Das war Nein. krank, 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 krank. Herr Bergfrau Ork fragt, Hashtag fragt den Würfel, was machst du abends im Hotelzimmer mit Sandra? Auf einem Sofa sitzen und Fragen beantworten. Eli50 fragt, irgendwie kommt es so rüber, seid ihr nicht zusammen? Manchmal bist du ein bisschen gemein zu ihr. Ja, also, was soll ich dazu sagen? Also, Julian hat eigentlich schon, also, wie im Zock, das passende Kommentar darunter geschrieben, und zwar, wenn man ironisch aufeinander rumhacken kann, ist das ein Zeichen für eine gute Beziehung, nicht wahr, Schatz? Und jetzt kommt das Zeichen, dass wir zusammen sind. Hinterlegt das jetzt mit so richtig peinlicher rosa Brille und Musik und sonst alles. Glänzend fragt, Hashtag fragt den Würfel, wie finanzierst du den Trip? Also, da gibt es verschiedene Einnahmequellen. Ich habe einmal mein YouTube-Money, dann das Money durch den Merch, dann das Geld, was ich scheiß, weil ich bin YouTube-Partner, und dann halt noch mein Taschengeld. Aber mein Taschengeld ist ja definitiv das Wenigste. Und sparen halt, ne, aber die ersten drei Punkte sind die sinnvollsten. Albin Sahala. Spreche den Namen richtig aus. Du fragst auf jeden Fall, kannst du dir vorstellen, in Köln zu leben? Und da kann ich nur sagen, ja, mehr als das. Also ich will auch mal nach Köln ziehen. Ich werde es auch machen. Das ziehe ich auf jeden Fall durch. Und das wird dann bestimmt sehr, sehr toll. Also Köln ist eine sehr tolle Stadt. Snirp Gamer fragt, Hashtag fragt den Würfel, wenn du ein Insekt ausrotten könntest, welche wäre es? Mücken. Du? Das hätte so kommen müssen, so Ameisen. Aus irgendwelchen Gründen so einfach Ameisen. Gameplay Assassin fragt den Würfel, kannst du und Sandra mal ein Minecraft-Projekt machen? Wenn du mir eine extrem geile Idee vorschlägst, was man mit der in Minecraft machen kann, dann ja. Aber andernfalls tut's mir leid, nee. Aber wenn du mir eine Idee vorschlägst, warum nicht? Viny the Game Freak, jetzt richtig ausgesprochen, fragt mich, was kotzt dich zurzeit am YouTube am meisten an? Fake Beef, kindischer Beef, Mert Matan, Upper Red. Und sowas halt, ne? Weil der Game Freak hat sogar noch eine Frage gestellt, und zwar, wie lange hat es gedauert, bis du dich an den verwirrten, an die verwirrten Blicke von Passanten gewöhnt hast, wenn du mit der Kamera rumrennst? Also bei mir daheim, das ist ja eher so ein Dorf, ne? Ist es immer noch so scheiße, sage ich jetzt mal, weil die schauen dich an, als wärst du wirklich verrückt, weil die es halt gar nicht kennen. Und hier in Köln, da juckt es mich eigentlich nicht wirklich, weil entweder kennen es die Leute hier schon und denken sich dann bloß, der macht YouTube und seinen Teil. Oder sie kennen es halt nicht, aber gucken mich dann auch nicht so extrem schräg an. Also in Köln macht es mir gar nichts aus und bei mir daheim ein bisschen was. Also immer noch. Aber wie lange es gedauert hat, bis ich mich überhaupt getraut habe, vielleicht. Keine Ahnung, 2 Wochen nachdem ich gevloggt habe, habe ich es irgendwie dann schon drauf gehabt. Ja, das waren alle Fragen von euch, die ihr mir unter die Videos gestellt habt. Ich bin morgen wieder daheim, also beziehungsweise es ist gerade Donnerstag und wenn ihr das Video seht, bin ich schon daheim. Also seit gestern eben, seit Freitag. Und das ist ein bisschen blöd, weil ich eigentlich lieber hier bleiben möchte, aber naja, kann man nicht ändern. Ich würde sagen, falls euch gefallen hat, lasst ein Like da, würde ich mich sehr darüber freuen, für ein kleines FAQ mal wieder. Für jeden Like, ich habe keine Ahnung. Sind Sandra und ich einen Tag länger zusammen? Also Leute, liked. Tausend Likes. 1000 Likes.
Okay, wie gesagt, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder, das ist dann morgen. Ich melde mich hier ganz kurz aus dem Schnitt. Also morgen wird doch kein Video kommen, weil ich einfach nach der Zugfahrt so K.O. bin und es einfach nicht mehr packe, jetzt noch ein Minecraft-Video aufzunehmen. Sorry, Leute. Ich glaube, ihr könnt das wohl verstehen. Ich kann es leider heute nicht aufnehmen, weil ich halt heute weg bin. Und deswegen wird halt morgen, also am Sonntag, kein Video kommen. Ich glaube, ist auch nicht so schlimm. Ab Montag geht's dann ganz normal wieder weiter. Ich hoffe, ihr könnt es verstehen. Naja, das war schon alles. Bis dahin. Ciao, meine Lieben. Cubies.